Liebe Zuschauer, liebe Freunde, heute ist Tag 9 meiner Quarantäne. Gestern Abend war ich ja in beträchtlicher Sorge wegen meiner Kurzatmigkeit. Heute Morgen bin ich aber richtig munter aufgewacht, habe eine Selbstdiagnose gemacht. Ich bin ein paar Mal die Treppe rauf und runter gestiegen. Ich hatte eigentlich keine große Atemnot. Dann habe ich mit dem Sekundenanzeiger in der Uhr gemessen, wie viel Atemzüge ich in der Minute mache. Normal sind ja bei erwachsenen Menschen 12 bis 20. Aber natürlich, wenn dann keine größere Anstrengung da ist, problematisch ohne Anstrengung wird es bei 28, 29, 30. Man darf übrigens auch bitte nicht zählen, wenn man emotional aufgeregt ist. Ich habe gezählt, ich hatte so 21, 22 und damit war sozusagen klar, ich melde mich im Krankenhaus nicht an. Es gibt einen sehr schönen Film des verstorbenen Filmemachers Rainer Werner Fassbinder mit dem Titel Angst fressen Seele. Bei mir hilft gegen Angst, indem ich sehr nüchtern und faktisch werde. Fieber messen, Atemzüge zählen, Häufigkeit des trockenen Hustens gut beobachten. Und da bin ich sehr froh. Augenblick, Daumen hoch. Heute habe ich am Mittag auch meinen wöchentlichen Podcast gemacht, Schräg im Stall. Schaut ihn euch bitte gerne an. Er wird so eine Stunde nach diesem Video wird er auf allen Kanälen erscheinen. Ich habe mit Fabian Grischkat intensiv, ist ein junger Mann, ein YouTuber, ein Instagrammer, drüber gesprochen, wie können wir verhindern, dass das Jahr 2020 ein verlorenes Bildungsjahr für die junge Generation wird. Das ist sicherlich ein spannender, längerer Podcast, wenn ihr euch langweilt ein bisschen in eurer Isolation zu Hause. Also hier den Schräg im Stall gucken. Und heute Nachmittag meldete sich eine Dame sonntags vom Gesundheitsamt in Starnberg. Wir haben 30 Minuten gesprochen. Ich gab ihr all meine Daten durch. Das erste Mal, dass ich einen guten und gründlichen Kontakt mit dem Gesundheitsamt hatte. So, jetzt bin ich auch dort von Amts wegen gut versorgt. Bin selber guten Mutes und wir stehen das gemeinsam durch. Ihnen einen guten Abend.